Ein Tritt nach dem anderen. Eine Strassenarbeiterin nimmt alle Stege in diesem Bieler Stadtteil in Angriff. Ich bin im Bommo, bin ich alleine. Im ganzen Bommo-Quartier sind etwa über 2000 Stege drin, die ich habe. Und ja, mache ich alles alleine. Wenn ich wirklich alles machen will, habe ich sicher 2 Tage. Ja. Also an einem Tag kann ich nicht alles machen. Eine Stunde früher, um 7:30 Uhr, haben die Tagesschichten die Nachtschichten abgelöst. Sie füllen ihre Salzvorräte auf, weil Dutzende Tonnen Salz schon verbraucht sind. Priorisierte Gebiete der Stadt sind in der Nacht von Schnee und Eis befreit worden. Erste Priorität haben immer Strassen, wo der öffentliche Verkehr unterwegs ist. Aber auch Zufahrten zu Spitälern, zur Polizei oder zur Feuerwehr. Das Tagesteam widmet sich jetzt den Nebenstrassen. Schaffen Sie das überhaupt, dass keine Strasse ausgelassen wird? Bis wir wirklich in den Quartieren, in den 20er- und 30er-Zonen ankommen, braucht es einfach Zeit. Am späteren Vormittag ist die Situation für Fußgänger im Stadtzentrum noch nicht überall einfach. Es gibt viele ältere Menschen und die haben häufig Angst zum Rausgehen bei diesen Verhältnissen. Sie lassen sich die Käufe vielleicht heimliefern, weil es rutschig ist. Ich hoffe, man sieht es. Ich bin vorbereitet mit diesen Schuhsohlen. Aber natürlich schaue ich trotzdem, wo ich durchlaufe. Ich bin vorsichtig, ja, weil das gehört zu meinem Alter. Dieses Jahr finde ich, dass es etwas gefährlicher ist als andere Jahre. Das Eis ist immer auf der Trottoir und auch vor meinem Geschäft zum Beispiel. Trotz der vielen Arbeit und ihrem Einsatz kommt das Strasseninspektorat, wenn es schneit, immer wieder Beschwerden über. Wir kommen immer wieder Telefon oder Mails über. Häufig mit Fragen, wieso gewisse Orte nicht geräumt worden sind. Aber eben, wir haben 140 km Strassen und 130 km Trottoir zu räumen. Und wenn es gleichzeitig weiter schneit, ja, dann ist das eine grosse Herausforderung. Die Strassenarbeiter sind seit dem Morgen um 3 Uhr in der Stadt unterwegs. Wenn es nicht mehr schneit, haben sie alle heute Abend Feierabend.